Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, in der letzten Folge war ich hier bei der Mem stehen geblieben. Da wird gerade nichts gescannt. Ist eigentlich alles schon so gut wie durch. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was, was haben wir hier? Von mir aus, egal. Farbpatrone, nee, halt Blütenblätter, egal, brauchen wir nicht. Ja, in dieser Folge habe was Spezielles vor, und zwar fahre ich mal dahin, wo ich im Livestream stehen geblieben bin. Und zwar hier zur Computerfabrik rauf. Und ja, da werde ich was aufbauen bzw. umbauen und euch das Ganze so ein bisschen wie eine Art Tutorial erklären. Und zwar geht es um das Aufstellen, Platzieren bzw. Einstellen von LKW-Terminals oder LKW-Routen oder Schlepper-Routen, Schlepper-Terminals, wie man es auch immer nennen will. Und ja, da springen wir ganz schnell rauf. Hi Leute, ja, jetzt bin ich hier bei der Computerfertigung, bei der Computerfabrik. Habe nochmal ein bisschen was jetzt offscreen umgebaut, und zwar sieht man hier, ich habe hier überall schöne Fenster eingebaut. Okay, schön ist relativ. Also nicht nur hier, sondern auch hier sind Fenster drin und bei allen anderen Gebäuden genauso. Und ich habe mir schon mal einen kleinen Plan gemacht. Und zwar sieht der folgendermaßen aus. Also ich brauche hier unten, ne? Gehen wir kurz rein. Kurzes Update. Halt, Licht wäre gut. Genau, hier habe ich 9 Schmelzen. Die Katerium-Erz brauche. Die brauchen 45 Erz pro Minute. Also Katerium-Erz. Ja, 9 mal 45 ist gleich 405. Das ist eine ganze Menge. Und wie man hier sieht, hier ist ein MK3-Band. MK3. Und was wir alle wissen, MK3 kann nur 270 transportieren. Also ist es viel zu wenig. Ich brauche mindestens ein MK4-Band. Ja, das habe ich jetzt aber hier nicht. Ich könnte jetzt theoretisch das Ganze hier upgraden, aber mache ich jetzt auch nicht. Sondern, wie ich bereits erwähnt habe, am Anfang dieser Folge, will ich hier eine LKW-Route einrichten. Damit hier LKWs hin und her fahren können, oder der Schlepper. Und dazu will ich hier noch schnell das nochmal upgraden. Hier MK4 haben wir gesagt. Dann hier unten MK4, da MK4. Jetzt hier das letzte Stück auch. Halt, jetzt komme ich nicht runter. Doch, geht doch. Genau, MK4, MK4. Hier der Luft MK4. Genau. Und ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch die ganzen Bänder abreißen. Die machen hier überhaupt keinen Sinn mehr. Und ja, das Entscheidende fehlt hier noch. Ich brauche noch eine LKW oder eine Schlepperstation hier. Ich habe mir folgendermaßen was dabei gedacht. Und zwar für LKW-Stationen oder Schlepperstationen. Ich nenne es einfach LKW-Station, denn hier heißt es ja LKW-Station. Können aber alle 3 Fahrzeuge hinfahren, also ist es egal. LKW-Station. Genau, zu einer LKW-Station sollte ein Fahrzeug am besten immer bergauf hinfahren, denn wenn das Fahrzeug bergab hinfährt, also von der Steigung runterkommt oder von Berg runterkommt und unten im Tal ist dann die Station, die LKW-Station, dann kann es sein, dass das Fahrzeug viel zu schnell ist und ich bremsen kann und durch die LKW-Station durchfährt und dann den Haltepunkt nicht mehr erwischt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich baue das Ganze hier auf, denn hier über diese kleine Steigung fährt das Fahrzeug nach oben, hierher. Und hier werde ich dementsprechend jetzt diese LKW-Station platzieren. Und das Fahrzeug sollte dann dementsprechend so einen Bogen fahren und dann wieder runter. Deswegen habe ich mir gedacht, platziere das Ganze etwa so. Ungefähr so, ja, genau.
Dann kann der Schlepper hier rauffahren. Hier ist Grünzeug mal ein bisschen weg, brauchen wir nicht mehr. Können ja mit der Kettensäge wegmachen, aber egal. Hier das mal weg, da das mal weg. Das kann weg. So, schaut schon mal nicht schlecht aus. Der Stein, nee, der ist nicht im Weg, der passt schon. Da fährt der Schlepper dann einfach vorbei, fährt dann hier rauf. Hier die Steine könnten im Weg sein. Halt, Sprengstoff haben wir hier. Einmal und zweimal. Hm, müsste reichen, ne? Jawohl, hat gereicht, sehr schön. die machen wir auch noch weg. Denn hier kann er schlecht rauf und runter fahren. Deswegen werde ich das Fahrzeug dann hier rüber schicken und hier über diese Rampe nach unten, durch dieses Tal, hier drüben wieder rauf, halt hier wieder rauf. Und dann hinter diesem Berg ist dann eh schon der Miner für das Katerium-Erz. Genau, der stört. Ja, der könnte auch stören. Auch weg. Genau, ist alles schon mal weg. Sehr schön. Halt. Ja, der Strommasten stört nicht wirklich. Obwohl, ich könnte das Ganze noch ein bisschen umsetzen. Der ist da. Könnte ich da so verbinden? Oder Alternative? Ah, nee, das passt schon. Das passt schon. Hier der Platz ist groß genug. Hier kann der Schlepper ruhig drehen. Dann wird die LKW-Station einfach mal hier anschließen. Dann hat die auch Strom. Dann machen die blau. Dann müssen wir der LKW-Station sagen, dass sie ablädt. Das ist der Button. Und ja, sonst würde einfach hier nichts eingelagert werden. Weil das kann man wegtun, das brauchen wir nicht. Und ja, schon ist der Teil hier fertig. Einzig, was hier noch fehlt, ist ein Band. Genau, das Band. Ne, halt, das zum Einlagern. Ich brauche zum Auslagern. Ist das Band. Genau. Das muss ich dann hier vorne anschließen. Das werden wir so jetzt nicht machen, weil das Ganze dann so aussieht und durch die LKW-Station hindurch geht. Und das mag ich nicht. Das sieht irgendwie doof aus. Beziehungsweise ich bin so der Künstler im Abreißen. Immer alles bauen und dann schön bemalen und dann wieder anschließen und dann doch feststellen, nee, passt doch nicht. Könnt ihr einfach so erstellen. Wird ja noch einfacher. Genau. Kannst du mal schauen, ob das so passt. Genau, kann hier so einen Bogen fahren, fährt hier so rein, fährt dann hier wieder raus. Hier der Strommasten ist auch nicht im Weg. Optimal. So, jetzt kann man es anschließen. Und jetzt tun wir auch hier mit dem MK4-Band viel leichter. Kann ich direkt von da nach da gehen. Voila, sehr schön. Und schon wird hier alles ausgelagert. Halt wieder sagen, auslagern. Genau. Hier Licht kann man ausmachen, brauchen wir nicht mehr. Und das Einzige, was hier noch fehlt, ja, ist ein Treibstoff. Denn irgendwie muss das Fahrzeug auch fahren. Und das werde ich dann hier anschließen, über das Band. Also nicht im K4, sondern über diesen Anschluss hier. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich habe eh schon hier einen Zug in Verwendung. Und zwar, wo ist der Zug? Ist es der? Nee. Kurz mal schauen. So viele Züge sind ja nicht unterwegs. Es kann der ist. Ja, genau. Linie 1. Das ist der Zug, der für alle Schlepper den Treibstoff hier auf meiner Map dabei hat. Der fährt hier zur Ölraffinerie, zur Ölverarbeitung, fährt dann hier zur Basis, liefert da einen Teil ab, wenn ich was rausgenommen habe, füllt er wieder auf. Dann würde er hierher fahren, hier einen Treibstoff auffüllen, dann fährt er hier zur Aluminiumplattenfabrik rauf, füllt hier einen Treibstoff auf und fährt dann hier wieder zur Quarzoszillatorfertigung, lädt dort einen Treibstoff für die zwei Schlepper ab und fährt dann hier weiter. Genau, und ja, da fehlt dann theoretisch noch eine Bahnstation, die werde ich dann irgendwo hinten errichten. Aber erstmal geht es jetzt primär in dieser Folge um die Route für den Schlepper. Beziehungsweise ich muss da hinten das auch noch umbauen, denn da ist nur ein ganz, ganz einfacher MK2-Miner ohne Übertaktung. Und ja, den muss ich dann auch noch irgendwie dazu bringen, dass er 405 Katerium-Erz pro Minute herstellt.
Ich weiß nicht, ob das reicht, aber sollte reichen. Denn wenn ich jetzt hier einen Schlepper hinstelle, mit dem muss ich ja dann irgendwann mal die Route aufnehmen. Der Schlepper fährt dann, der kommt dann von hier unten rauf, fährt dann hierher, würde dann hier theoretisch so eine Schleife drehen und dann würde er hier in die LKW-Station reinfahren. Beziehungsweise ich könnte ihn auch hier rauf schicken, oder? Würde es gehen? Nee, hier geht's nicht. Hier ist irgendwie... Nee. Hier geht es leider nicht. Schade. Hätte ja sein können. Obwohl hier... Naja. Egal. Genau, hier das Inventar vom Schlepper. Also 405 Einheiten pro Minute. Also der Schlepper muss ja hinfahren und zurückfahren. Also brauche ich nicht 405 Einheiten, sondern wie viel? 810. Sagen wir mal 900, wären dann 9 Stacks, also 9 Slots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das ist ungefähr, sagen wir mal, ein Drittel. Das reicht auf jeden Fall aus. Vorausgesetzt, wenn da hinten der Miner auch genügend herstellt oder genügend produziert, dann passt es auch. Genau, jetzt werde ich mal schnell die Pferdebänder abreißen, ist jetzt auch nicht so spannend. Und ja, dann sehen wir uns gleich, wenn ich da hinten wieder angekommen bin, bei dem Miner bzw. an dem Platz, wo ich die zweite LKW-Station bauen werde. Also, bis gleich. So, und wieder habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Hier habe ich so einen schönen großen Platz. Habe ich schon ein bisschen Grünzeug weggemacht, beziehungsweise hier schon mal einen Platz gefunden für die LKW-Station. Ich habe gedacht, dass ich ungefähr so herstelle, so schräg ein bisschen. Genau, denn von hier, fährt der Schlepper dann rauf, hier fährt dann hier rein und ja, wird dann hier beladen. Strom haben wir dann da drüben im Angebot. Geht das so? Ja, das geht, genau. Dann ist eh schon standardmäßig hier eingestellt, dass hier beladen wird. Bist du das? Der Vogel macht auch schon Geräusche. Sehr gut. Dann haben wir hier einmal ein Förderband, aber ich glaube, ein Förderband lüften meine ich, Entschuldigung. Aber ich glaube nicht, dass ich das verwende. Erstmal nach oben fliegen. Zum Miner. Was jetzt? Speicherfreeze. Sehr gut. Immer der Speicherfreeze. Immer pünktlich. Hätte eine Minute länger offscreen gespielt. Ach, hier sind Blähfliegen. Nein. Egal. Können wir schon hin. Der Miner, der ist leider nicht übertaktet. Wie weit kann ich noch hingehen? Der macht 240. ein bisschen zu wenig. Ich brauche ja 405. Also viel, viel mehr. Okay, das ist ein reines Katerium-Erzlager, oder? Ja, noch besser. Dann reiße ich die mal ab. Dann brauche ich eigentlich für einen MK3-Miner, den da, brauche ich eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur, nochmal einmal mobilen Miner. Haben wir hier im Angebot. Und das brauche ich noch 5 Turbomotoren. Easy. Ich habe ja hier den Shop. Was noch? 200 Schrauben. Echt jetzt? Oder wie? Oh. Eine Werkbank. Machen wir schnell 200 Schrauben. Ah, geht nicht, weil hier Katerium-Erz drin ist. Deswegen. Und dann fehlt logischerweise noch ein weiterer leerer Slot. Halt hier, den haben wir schon, den leeren Slot. Für das Katerium jetzt. Genau, Schrauben gehen auch relativ schnell, beziehungsweise... Ja, eigentlich sollte ich immer Schrauben dabei haben, weil einen Shop, den kann man eigentlich immer brauchen. Ja, okay. Eisenstangen habe ich jetzt auch nicht mehr so viele. Aber das wird schon reicher, das wird schon reicher. Genau, jetzt haben wir gleich 200. Ja, 150 kommt erstmal und dann sind es 200 zwischendrin. 180,
92, jawohl, 200, sehr schön. Kann das wird abreißen, brauchen wir nicht mehr. Dann den Shop haben wir hier im Angebot. Was? Hä? Nobelisk? Hä? War der letzte Mal nicht noch nicht hier drin? Also habe ich schon mit der MM zu tun. Mit der MM, mit den Skelettenvergängen. Wenn ich die Sachen gescannt habe, dann werden die auch hier im Shop zur Verfügung stehen, schätze ich mal. Haha, also hoffentlich auch die Farbpatronen. So, jetzt brauche ich erstmal Turbomotor. Haben wir hier, bekomme ich 8 Stück, nee, bekomme 50 Stück mit 8 Tickets. Kaufen, kaufen. Cool, 50, das ist eine ganz schöne Menge. Eieiei. Okay, egal. LKW-Station steht da unten. Kurz mal schauen, welche Ausrichtung. So erstelle. Und dann so runter. Ich muss ja zu diesem, nee, halt zu diesem Zugang. Ist hier ein bisschen daher. Ja, das schaut gut aus. So, jetzt Produktion MK3 Miner. Stellen wir so her oder so. Ja, so würde ich sagen. Genau, dann die Miner. Mache ich alle gelb. Und dann wieder blau, Standardfarbe. Dann mal kurz reinschauen. 480. Sehr, sehr gut. Ich brauche 405, also optimal. Optimal. Okay, den Lift machen wir weg, den brauchen wir nicht mehr. Sonst ist noch was übrig geblieben. Ne, ist nichts. So, dann. Ich habe bestimmt wieder irgendwo Katerium im Erz. Ja, hier muss ich es doch. Und dann muss ich bloß noch irgendwie hier runter, beziehungsweise hier rauf. Das wird aber kein Problem. Denn ich habe hier Logistik, MK4-Bahn. Ich halt MK4-Lift, meine ich. Und dann gehe ich hier von da. Geht das so? Oh ja, das passt genau. Bloß die falsche Richtung. Nein! Ja, den hätte ich auch ein bisschen drehen können. Egal. Dann gehen wir erstmal. Würde ich mal sagen, da so her. Oder da so, so, so. Genau, dann setze ich ein bisschen höher. Passt das so? Ein bisschen zu hoch, oder? Das ist gut, ne? Egal, lassen wir die mal da stehen. Dann habe ich eine ungefähre Orientierung, wo es hingeht, die Reise. Dann nochmal im K4-Band. Würde ich da anknüpfen, mache ich aber nicht. Gehe ich daher. Genau, jetzt passt es hier schon mal von der Grundlinie. Und jetzt kann ich hier nochmal ein Pferdeband hinsetzen, wo es so ein bisschen bergab geht. So in etwa geht das. Ja, ist eh ziemlich weit an der Kante. Da so her, optimal. Jetzt gehen wir zum Lift, MK4 Lift. Hier das wird eh noch ein bisschen ändern. Hier das wird noch ein bisschen flacher. Es geht jetzt hier durch den Felsen. Da bin ich nicht so der Fan von. Gibt es eine andere Möglichkeit? Und zwar halt andere Plattform. Ein bisschen zu groß die Plattform. Gehen wir da so her. Ja, genau, genau. Jetzt bin ich aber auf das Raster von der Plattform angewiesen. Also schon mal schief das Ganze. Also das Ganze nochmal umbauen, nochmal neu setzen. Dementsprechend zum Pferdeband ausrichten, würde dann theoretisch so sein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, so in etwa, genau. Hier ist der Lüfter, dann geht man mit dem Lüfter mal eins weiter nach vorne, daher. Ob das halt reicht, ist halt die Frage. Reicht das? Bin ich dann schon außerhalb von. Ja, das könnte so reichen. Könnte reichen. Nochmal probieren. Im K4-Lift von da. Ja, optimal. Optimal. Geht genau vorbei. Gehen wir jetzt ganz nach unten oder. Ist dann schwierig zu sagen, auf welche Höhe. Hier geht es eh noch ein bisschen bergauf. Hier muss ich das Grünzeug noch ein bisschen wegmachen. Ja, lass mal ungefähr auf der Höhe. Das passt schon so. Kettensäge haben wir auch hier.
Sehr schön. MK4-Band. Dann hier angeschlossen. Obwohl, wenn es so ewig lang gerade ist. Gehen wir daher. Oder da so her. Genau. Und jetzt hier schon mal eine Stütze. Und dann von da nach da. Optimal. So. Das ist ja schon eine Kettensäge. Ich will die Kettensäge nicht. Cool wäre es, wenn es einfach einen Button geben würde, wo man einfach nichts in der Hand hat. So, das wegmachen, im K4-Band nochmal setzen und schon ist das Ganze richtig schön angebundener. Hier den Miner muss ich auch nicht übertakten. Hier kommt das Erz, geht sofort in die LKW-Station rein. Optimal! Hier, das passt alles. Hier, die Blähfliegen haben mich auch nicht erwischt. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Was aber schlecht aussieht, finde ich, ist das mit der Stromleitung hier. Na komm. Ja, schon besser. Ist nicht so lange. Ist auch wieder gelb. Überlandstromleitung. Genau. Jetzt wird hier das alles aufgefüllt. Und es fehlt eigentlich nur noch eins, und zwar ist das die Aufnahme der Schlepperroute. Beziehungsweise, ja, stimmt, das Einzige, was fehlt. Okay, das muss ich jetzt auch noch schnell machen, beziehungsweise, wenn ich einen Schlepper ziehe hätte, könnte ich, jawohl, ich kann schnell craften, das ist nicht so schwer. Schlepper haben wir jetzt hier. Genau, Treibstoff habe ich auch dabei. Und fahren wir schnell zurück zur Basis, zur Computerfertigung. Und da steht eh schon ein Schlepper dort. Dann kann ich mit dem die Aufnahmeroute fahren, beziehungsweise die Aufnahmeroute soll auch vorne bei der Computerfertigung dann beginnen. Genau, so machen wir das. Also kurzer Cut und bis gleich. So, ich habe das Ganze erst nun etwas anders da gelöst als eigentlich geplant war. Und zwar, ich habe die LKW-Station ein klein bisschen verrückt und verrutscht. Oh, das wäre ganz schön verrückt. verrutscht und habe die Route jetzt dementsprechend anders gemacht. Der Schlepper startet hier, fährt hier einen Bogen, fährt hier entlang und fährt hier runter, fährt dann einmal hier hinten. Das sieht man wahrscheinlich nicht mehr. Nee, halt, das sieht man hier nicht mehr, oder? Die Wegpunkte. Nee, sieht man nur bis daher. Fährt auf jeden Fall hier hinten entlang. Hinter diese Stütze vorbei, hinter diese Stütze vorbei. Hier entlang. Hier hinten entlang. Fährt hier diese Rampe rauf. Fährt auf der anderen Seite logischerweise wieder runter. Und ja, am besten. Wie zeigt das hier? Ja, ich baue mir schnell einen Explorer. Dann fahren wir die Strecke mal schnell ab. Schnell ein bisschen Treibstoff rein. Und los geht's. Hier der Stein, der stört keinen, weil der fährt hier Kerze gerade runter. Fährt hier mal über diese Dünen. Da zwischen diesen zwei Büschen durch. Hier den Stein rechts vorbei. Hier rauf. Dann hier wieder runter. Und ja, dann fährt er einmal hier rechts entlang. Links kommt er dann wieder zurück. Fährt hier einen schönen großen Bogen. Das passt auch soweit. Fährt dann hier über diese Rampe nach oben. Wird dann hier beladen. Beziehungsweise dreht hier auch wieder um. Ich nehme mal eine schöne Abkürzung. Genau, kommt dann hier wieder raus und fährt dementsprechend die Strecke wieder zurück. Genau. Was mir gerade aufgefallen ist, ich habe irgendwie das Video, glaube ich, im falschen Programm aufgenommen. Nicht falschen Programm, sondern falschen Szene in OBS. Normalerweise habe ich extra für Satisfactory eine extra Szene angelegt.
wo ich dann Satisfactory auswähle und dementsprechend dann direkt aus dem Spiel aufgenommen wird, aber weil ich vor ein paar Tagen, einen Monat zurückblick, aufgenommen habe, habe ich da noch die alte Option drin. Und den Stein doch weg. Sicher. Genau. Sehr schön. Und ja, ich denke, da dürfte es aber keine Unterschiede geben. Ja. Hier hat sich auch nichts mehr getan. Hier die Fenster habe ich euch vorher schon gezeigt. Sieht ganz cool aus, finde ich. Hier in den Ecken habe ich immer so einen vollen Block oder volle Wand gelassen. Und dann hier mit Fenstern aufgefüllt. Sieht ganz gut aus. So erkennt man wenigstens, dass hier zwei Etagen sind. Hier drüben ist nur eine Etage. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr am Samstag 19 Uhr beim Livestream hier auf YouTube zuschauen würdet. Und dann geht es hier weiter mit dieser großen Baustelle. 72 Manufaktoren brauche ich hier. Dementsprechend viele Ressourcen werden da benötigt. Hier im Bauzug habe ich schon einiges drin. Hier in der Lagerkiste, Lagercontainer ist noch was drin. Ich brauche hier noch ein Bahnterminal für den Treibstoff für den Schlepper. Und ja, dann würde ich sagen, was ist für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise am Livestream oder im Livestream am Samstag. Also, macht es gut. Bis dann. Ciao.